Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich möchte mich heute ein bisschen mit der Sources.list beschäftigen, denn das ist schon eine sehr wichtige Konfigurationsdatei, die eigentlich auf allen Linux-Systemen Bedeutung hat. Ich habe hier Debian 11, das ist mein eigenes System. Von daher sind natürlich die Sachen, die jetzt gleich zu sehen sind, Debian-mäßig. Ja, bei anderen Distributionen schaut das Ganze möglicherweise anders aus. So, ich bin hier im Terminal auf meinem PC. Die Zeile ist noch leer und wir werden jetzt erst einmal schauen, wo diese Sources-List ist und dann gehe ich darauf ein, was das eigentlich ist, welche Bedeutung es hat und was man damit machen kann. Also, wir werden jetzt erstmal suchen, wo die überhaupt ist. Ich mache das jetzt mal im Terminal. Nachher zeige ich auch, wie man das mit einem ganz normalen Dateimanager macht. Also, wir tippen jetzt erstmal ein. ls, das ist ja der Befehl, mit dem man anzeigen kann, was irgendwo drin ist. Also, ich weiß jetzt, wo das Ganze drin ist. Und zwar ist das in etc oder etc und apt. So, jetzt mit Enter bestätigen. Und da sehen wir jetzt den Inhalt von etc apt. Und da sehen wir schon, weiß ist hier jetzt sources.list. Was ist sources.list? Also sources, das source heißt ja Quelle. Und das bezieht sich jetzt auf die Paketquellen. Das heißt, jede Distribution hat Paketquellen und da sind die Anwendungen drin, die dazugehören zu einem Betriebssystem. Das ist natürlich das Grundsätzliche, damit ein System überhaupt funktionieren kann. Dann kommt darüber die Desktop-Umgebung, die gewählt ist, GNOME oder KDE Plasma oder Mate oder was auch immer. Und dann kommen da noch dazu die Programme, die entweder vorinstalliert sind oder die jemand nachinstalliert hat. Das kann man alles nur aus den Paketquellen beziehen. Ihr seht hier blau noch sources.list.d. Da würden jetzt Paketquellen dazugefügt werden, die nicht zu Debian gehören. So. Und jetzt wollen wir mal schauen, was in dieser Sources-List drin ist. Dazu nehmen wir einen Texteditor. Ich benutze hier Nano, weil das bei jeder Distribution eigentlich mit drin ist. Das ist so ein einfacher Terminal-Texteditor. Man kann das Ganze auch mit anderen Editoren natürlich machen und öffnen. Ich zeige es hier in Nano. Wenn wir hier eine Datei mit einem Texteditor öffnen möchten, dann geben wir einfach den Namen des Texteditors ein und dann wissen wir jetzt ja den Pfad, den übernehmen wir und jetzt wissen wir auch, wie das Ganze heißt, nämlich etc apt und sources.list. So geht man mit jeder erdenklichen Textdatei vor, wenn man das öffnen möchte. Da das jetzt hier im Dateisystem drin ist, kann man das auf diesen Weg nur ansehen. Man kann noch nichts verändern, denn dazu braucht man Administratorrechte. Möchte man also jetzt hier etwas verändern, was man sich wirklich gut überlegen muss, denn da kann man auch sehr viel Unsinn anstellen. Man sollte auf jeden Fall, wenn man hier drin rum fuscht, sage ich mal in Anführungszeichen, eine Sicherheitskopie anfertigen oder sich zumindest aufschreiben, was da drin ist. Aber wenn man jetzt tatsächlich weiß, was man tut, dann fügt man hier vor diesem Befehl ein sudo an und dann öffnet das als Administrator. Natürlich braucht man dann sein Passwort und dann kann man in dieser Sources-List munter drauf los editieren. Ich mache das jetzt mal nicht, weil ich möchte es euch ja nur zeigen, was da drin ist. So, jetzt hat also Nano diese Datei geöffnet. Die ist nicht super groß,
Aber ihr seht hier, worauf es ankommt. Es sind hier verschiedene Bereiche. Die sind auch mit einem Leerzeichen versehen, damit man sie besser unterscheiden unterscheiden kann. Das Ganze auch schön farbig bei Debian. Das muss nicht bei jeder Distribution so sein. Da hat jede Distribution so seine Eigenheiten, je nachdem, wie eben Bash vorkonfiguriert ist. Denn das ist ja ein Terminal-Programm. Außerdem kann man Nano dann auch noch konfigurieren mit einer speziellen Datei. So, was sehen wir hier? Also, das hier, das Grüne, oder fangen wir ganz vorne an. Es geht hier um eine DEP-Datei. Und hier, wenn nur DEP steht, dann handelt es sich bei den Paketen um Binärpakete. Das heißt, die sind schon kompiliert. Und wenn hier DEP SRC steht, dann sind es Paketquellen, die enthalten Quellcode. Das heißt, die sind noch nicht kompiliert, die werden erst kompiliert. So, diese zwei Sachen unterscheidet man jetzt grundsätzlich. Dann hier die Adresse, wo das eigentlich abgelegt ist. Irgendwo müssen diese Paketquellen und somit die ganzen Anwendungen und Programme ja abgelegt sein. Und da muss man jetzt erstmal hin. Das heißt, das Ganze funktioniert dann online. Wir loggen uns hier ein und dann muss natürlich gewusst werden, welche Distribution benutze ich jetzt eigentlich. In meinem Fall ist das jetzt hier rot angezeigt, das ist Bullseye. Würde jemand jetzt Debian 10 noch nutzen, dann würde hier was da stehen. Man könnte hier auch Stable eintragen statt Bullseye, denn das ist im Moment dasselbe, Bullseye und Stable. So, ich habe hier schon etwas ergänzt in meiner Sources List. Normalerweise steht hier nur Main, wenn man sich jetzt Debian herunterlädt. Main heißt, das sind ausschließlich Pakete, die freie Software enthalten, also von Debian freigegeben und nach Meinung von Debian so, dass es zu Debian passt. Nun ist es aber so, dass es viele Dinge gibt, die einfach hier in Main nicht enthalten sind. Und wenn man die nutzen möchte oder wenn man die nutzen muss, dann muss man die Paketquellen erweitern. Und das tut man, indem man contrib und non-free hinzufügt. Ja, non-free sagt ja schon vom Titel her alles aus, was das ist. Also das sind unfreie Pakete. Und hier contrib, das sind eigentlich auch Pakete, die Debian zulässt, aber die Abhängigkeiten benötigen, die laut Debian nicht ganz okay sind. Ja, also deswegen macht Debian das so, dass sie sagen, okay, wir liefern nur Main aus. Wenn jemand jetzt darüber hinaus etwas haben möchte, das stellen wir zur Verfügung, ist okay. Dann muss er contrib und non-free hinzufügen. Und das Ganze hier habe ich ja schon erwähnt, in zwei Versionen, DEP und S-SRC. Dann sind hier die Bullseye-Updates speziell, dann nochmal Paketquellen, auch das in zweifacher Version, auch das mit Main-Contrib, Non-Free, Main-Contrib und Non-Free. Das müsst ihr natürlich dann hier auch ergänzen, sonst werden diese Anwendungen, die ihr aus diesem Bereich bezieht, nicht abgedatet. Und dann haben wir hier die Security-Patches, das ist nochmal extra. Da werden eben Lücken geschlossen und gepatcht. Das hat jetzt nicht unbedingt mit den ganz normalen Updates was zu tun. Das ist noch mal extra. So, und das sind die drei Hauptbereiche, die jetzt da drin sind. Und wenn ich jetzt hier bei Debian oder auch bei Ubuntu sudo apt-update mache, den Befehl, ja, dann werden eben diese Paketquellen abgedatet, denn das ändert sich ja ständig. Also wenn hier irgendwelche Updates drin sind, wenn irgendwelche Neuerungen drin sind, wenn irgendwelche Patches Sicherheitslücken schließen sollen, dann muss ich das Ganze ja erst updaten. Ich mit dem Befehl sudo apt-update mache ich das, dann sind die Paketquellen auf dem neuesten Stand. Und dann mache ich ein sudo apt-upgrade, denn dann kann ich mir das holen.
wenn ich erst ein sudo apt-upgrade mache, bevor ich ein sudo apt-update mache, dann bringt mir das wenig, denn dann sind ja die Paketquellen nicht aktuell. Ja, etwas Besonderes gibt es hier noch bei Debian. Das ist jetzt bei anderen Distributionen nicht der Fall. Es gibt hier noch die Debian Backports. Und wenn ich die einfügen möchte, dann muss ich natürlich neue Paketquellen hier in die Sources-List reinschreiben. So, ich habe das jetzt mal schnell gemacht. Ihr seht hier einen vierten Bereich und die Adresse, die bleibt gleich. Das ist wieder hier die, die auch für Bullseye gilt. Was sich geändert hat, ist hier Bullseye Backports statt Bullseye oder Bullseye Updates. Hier mal Main und wenn ich natürlich auch die Contrib und die Non-Free Abteilungen von Bullseye Backports freischalten möchte, dann muss ich das hier entsprechend auch dazu fügen, Contrib und Non-Free, so wie ich das hier gemacht habe. Also auch hier brauchen wir natürlich dann die entsprechenden Updates, ja? Also das würde dann auch die Bullseye Backports updaten, wenn ich dann ein sudo apt-update mache. Ich habe ja vorhin gesagt, ich zeige auch, wie man das Ganze im Dateimanager macht. Hier sind wir also im Dateisystem und da ist eben auch dann jetzt dieser etc-Ordner, etc. Da gehen wir rein und dann hier seht ihr eine Unmenge an verschiedenen Verzeichnissen. Wir gehen in apt und dann haben wir hier auch die Sources-List, die man öffnen kann. Ich öffne die jetzt hier mal mit Pluma. Das ist der Mate-Texteditor, den ich mir hier auch installiert habe. Und ihr seht, das ist eigentlich genau dasselbe. Speichern ist hier grau. Ja, ich habe ja schon erwähnt, hier könnte man das anschauen, aber nicht abspeichern. Ich mache mal wieder zu. Möchte man hier das Ganze abspeichern, dann kann man hier als Systemverwalter öffnen. Das ist bei manchen Dateimanagern nicht standardmäßig installiert. Da muss man teilweise ein Plugin installieren, damit hier das auftaucht. Wenn man das macht, braucht man hier ein Passwort. Das gebe ich hier jetzt nicht ein. Und dann könnte man hier auch etwas abspeichern. So, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst mir einen Daumen da. Ihr könnt mich auch abonnieren und denkt vielleicht auch daran, dass es von mir auch Bücher gibt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.